Kommentare einfügen und bearbeiten. In Calc LibreOffice 6. Dieses Video zeigt, wie Kommentare in Calc eingefügt und bearbeitet werden können. Eine Anleitung und weitergehende Informationen finden Sie unter Wir öffnen Calc. Wir öffnen die Arbeitsdatei Kommentare in Calc.ods. Bestehende Kommentare anzeigen. Die Zellen mit einem kleinen roten Quadrat oben rechts haben bereits einen Kommentar. Wenn man mit dem Mauszeiger über so eine Zelle fährt, wird der Kommentar der Zelle angezeigt. Das Kommentarfeld ist mit dem roten Quadrat durch einen Bezugspfeil verbunden. Man kann einen Kommentar auch dauerhaft anzeigen lassen. Dazu klicken wir mit der rechten Maustaste auf eine Zelle, die ein rotes Quadrat hat. Im geöffneten Menü kann Kommentar anzeigen ausgewählt werden. Dadurch wird dieser nun dauerhaft angezeigt. Eine Zelle mit Kommentar versehen. Wir klicken mit der rechten Maustaste auf die Zelle, die wir mit einem Kommentar versehen wollen. Im sich öffnenden Menü wählen wir Kommentar einfügen aus. Es erscheint ein gelbes Feld mit einem Bezugspfeil zur Zelle. Dies ist das Kommentarfeld. Im Kommentarfeld blinkt der Cursor. Wir können nun direkt den gewünschten Kommentar schreiben. Zum Beispiel, wir können nun direkt den gewünschten Kommentar schreiben. Kommentarfeld bearbeiten. Kommentarfeld und Kommentar können wir nun bearbeiten. Wir klicken mit der rechten Maustaste in die Zelle und wählen Kommentar anzeigen aus. Wir klicken in das Kommentarfeld. Das Kommentarfeld können wir nur nach unseren Wünschen durchziehen an einem der blauen Quadrate größer ziehen. Mit einem Doppelklick in das Kommentarfeld können wir den Text bearbeiten. Wir markieren den Text und wählen die Schriftart, zum Beispiel Arial, und Schriftgröße 14 aus. Kommentar ausblenden. Wenn wir einen Kommentar nicht dauerhaft anzeigen möchten, können wir mit der rechten Maustaste in die Zelle klicken und Kommentar ausblenden wählen. Eine Anleitung und weitergehende Informationen finden Sie unter